Herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf unserem Kanal, sofort und gleich. Hey Leute, Epic Games hat uns in das Supporter Creator Programm aufgenommen und nun haben wir unseren eigenen Creator Code. Wenn ihr uns kostenlos unterstützen wollt, dann klickt im Item Shop unten rechts in der Ecke auf Supporter Creator, klickt dann auf Annehmen und schon unterstützt ihr uns kostenlos. Denkt daran, dass ihr alle 2 Wochen den Creator Code neu antragen müsst und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. So Leute, wir gehen in den Item Shop vom 2. September 2019. Wir haben heute im Shop nichts Neues. Ja, wir fangen aber einfach aber auf der linken Moment. Seite an, und zwar mit dem Mac-Anführer. Moment, stopp, geh nochmal zurück. Wir haben dafür einen Skin, den kannten wir selber noch nicht so wirklich. Der ist uralt, den maskierten Zorn, der ist irgendwann von 2018 noch. Uralt, vor 2018. Ja, das letzte Mal drin gewesen. Ja. Das ist alt. Nee. Wenn er das letzte Mal drin war. 10 Monate. Wie oft war der überhaupt drin? 2 Mal. Das ist nicht oft. So. Also, der Mecker-Anführer. Ja, ursprünglich waren wir ja mal so gehypt von dem Bärchen. Da wussten wir nicht, was auf uns zukommt auf der Map. Oh nein. Oh nein. Wobei, in Grau sieht er fast so ähnlich aus wie ich, ne? Ja. Hat eine gewisse Ähnlichkeit mit mir. Das ist auch ein Waschbär. Ja. Findest du der Waschbär immer cooler? Ja, definitiv. Ich komme nicht in die Kamera. Ich muss so, wahrscheinlich. Ja, Mecker-Anführer kriegt von mir 7 von 10. 0 von 10. Wegen den Mechs. Oh. Das ist der Grund, warum die Mechs in diesem Spiel sind. 3,45 bei 47 Votes, man ist beim 19. Juli 2019 im Shop gewesen, seit 4x19 Reminds. Also Leute, ich bewerte jetzt nicht den Skin, sondern ich bewerte den Roboter. Combo-Klingen für 800 V-Bucks. Das ist ein cooler Effekt. Kriegt von mir 8 von 10. 7 von 10. 4,25 bei 20 Votes, man ist beim 20. Juli 2019 im Shop gewesen, seit 3x30 Reminders. Ne, 10 Reminders. Mecker-Team. Mecker-Team. Für 500 V-Bucks. Finde ich ziemlich pottenässlich, kriegt nur 3 von 10. Kriegt von mir 4 von 10. Wegen der Animation. Hat eine Belohnung von 2,8955 bei 9 Votes. Zum ersten Mal am 19. Juli 2019 im Shop gewesen. Seitdem 4 Mal und 2 Mal. Mann, das war's für eine Zeit. Dann kommen wir zum Rennfieber. Rennfieber. Whiteout. Ne? Für 1500 V-Bucks. Mit Helm gefällt es mir aber besser. Auf jeden Fall. Mit Helm gefällt es dir besser? Mir gefällt es auch ohne Helm. 8 von 10. Auch 8 von 10. 4,1755 bei 83 Votes. Das war am 17. August 2018 im Shop gewesen. Sind 12 von 160 und meines. Überholer bzw. der, cool. Der Overtaker, der ist mega geil. Der kriegt von mir 9 von 10. Ja, von mir auch. Auch mit dem 3, neuen Style, auch ohne Helm besser. 3,985 bei 87 Votes. Das war am 17. August 2018 im Shop gewesen. Sind 12 mal 150 und meines. Weiße Böll. Mega cool. Heißt 9 von 10. White Squall. Kriegt 9 von 10, von mir kriegt ihr 8 von 10, 3,9755 bei 32 Wochen, das war am 17. August 2018 im Shop gewesen. Seitdem 12 Mal und 25 Minus Cyclone. Cyclone bekommt eine Benotung von 8 von 10, auch. Auch 9 von 10. 3,667 von 5 bei 33 Wurzeln, das war am 17. August 2018 im Shop gewesen, seitdem 8 mal 30 Reminders. Dann kommen wir zu dem Skin. Das sind die Sachen, die hatten wir ja schon gestern. Vulture, gucken wir einfach uns die Benotung an. Da oben ist das Video übrigens oben rechts verlinkt. 2,865 bei 7 Wurzeln, das war am 1. September im Shop gewesen. Das ist so schlecht bewertet worden. Ja. Blauer Bolzer. Blauer Bolzer bekommt eine Benotung von mir von. What the hell? Oh, 3,33 okay. Kriegt von mir eine 6 von 10. Ja, von mir 7. Ah, ja, aber haben wir doch gestern bewertet. Achso. Ne. Mal gucken, vielleicht ist die Wohnung schlechter geworden. Nee. 3,335 bei 3 Votes. Ein Reminder. Zwillingstrotz. Hatten wir auch gestern bewertet. Ja. Oh, 1,8 von 5. Wieso so schlecht? Bei 5 Votes. Viele Leute haben kein Star Wars geguckt. Und ein Reminder. Kenne ich auch viele, die kein Star Wars geguckt haben. Der Seestern. Kann ich nicht verstehen. Nee, kann ich auch nicht verstehen. Wie man kein Star Wars oder kein Harry Potter geguckt hat. Dreh das Teil mal bitte ganz kurz nochmal. Der Seestern ist sowieso mega, mega cool. Also zoom da mal ran, da hast du die ganzen Fische da drin in diesen Anemonen da. Mega cool das Teil. Kriegt von mir 7 von 10. Kriegt von mir 8 von 10. 2,8555 bei 27 Votes. Ist am 2. Juli 2019 im Shop gewesen. Seit dem 4 Mal und 22 Reminders. Einfach. Oh, what? Hm? What? Verschoben. What the heck? Anpassen. Was?
Strecken. Ah. Oh, einfach einhändig. Oh Gott. 0 von 10, sorry, aber das ist für Leute, die einfach nie in irgendeiner Weise in Season 2 oder sowas gespielt haben und keinen Battle Pass voll bekommen haben. Und das, wenn ich sowas sehe, ich kriege einen Anfall. 0 von 10. 5 von 10. 4,135 bei 23. Wo ist man am 20. Juli 2019 im Shop gewesen? Seitdem 3x25. Meinst du das? Sagst du von Groove? Mega geil. Ja. Krieg von mir. 8 von 10. 8 von 10. 8 von 10 von mir kriegt das auch. 8 von 10 hat eine Benotung von 4,275 bei 15 Votes und ist am 24. Juli 2019 im Shop gewesen, seitdem 3x und 10 Reminders. Maskierter Zorn, der Skin, den wir beiden nicht kannten, der schlimm. Ich hasse den Dynamo, ja, das hier ist die männliche Version vom Dynamo und ist genauso schrecklich. 0 von 10. Ich finde den so schrecklich. 0 von 10, von mir ja. 0 von 10. 1,65 bei 25 Votes und ist am 20. Juli 2018 im Shop gewesen, seitdem 6x9 Reminders. Für den Fall den Dynamo hat so eine krasse Bewertung, alles klar. Wackel. Hat eine krasse Bewertung wieder, sonst? 3,8 oder so. Echt? Ja. Ich habe eigentlich gedacht, er hat eine schlechtere. Nee, der hat eigentlich eine schlechtere Bewertung. Weiß ich nicht. Wackeln. Wiggle, Wiggle, Wiggle. Kriegt von mir 8 von 10. 8 von 10 von mir. Mhm. 10 von 10. Hat eine Benotung von. Wiggle hat eine Benotung von 3,755 bei 37 Votes. Das ist am 9. April 2018 im Shop gewesen. Seitdem 23x9 Frisch Manners. Tropenschnitt. Tropenschnitt hat eine Benotung von. Wie soll ich mal Punkte geben? 7 von 10. 6 von 10. 3,315 bei 60 Votes, das ist am 13. März 2019 im Shop gewesen, ist beim 8x 21 Runners. Jetzt benoten wir noch den Shop. Und der Shop hat eine Benotung. Also, ja, ich sag's mal so: Von mir kriegt der Shop. Ein It's Man. Ein einfaches It's Man. Von dir? Ich würde sogar weiter runter gehen. Ich würde sogar auf Hated gehen. Dann einigen wir uns auf Hated, weil ich bin nicht eher auf Love It. Ich bin eher auf Hated. Auch eher auf Hated? Ja, aber ich würde sagen, It's mehr, aber ich bin eher auf Hated als auf Love It. Ja, ich bin kein Fan von dem Mac-Ding da mehr, nachdem was da passiert ist. Okay, das Einzige, was geil ist, ist da halt dieses Live-Event. Overtaker-Ding. Dann hier auf der rechten Seite, ja, ist jetzt auch nicht so der Knaller, die Sachen, die da sind. Paar gute, aber ja. Reicht nicht. Also für mich ein Hated. Ja, also 2443 Hateds, 927 It's Meh und 920 Love It's. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert unseren Kanal kostenlos. News und Support, kriegt ihr kurz auf Folge gleich der TV. Bis dahin und noch ein